Unser heutiger Studiogast ist Ex-Profi und das neue Gesicht des formstarken HTB. Mit seiner Erfahrung will man die Klasse in der Landesliga halten. Ich begrüße recht herzlich zum Elbkick TV Talk Erhan Albayrak vom Harburger TB. Hallo. Ja, Erhan, schön, dass du da bist. Freut mich riesig. Ich als jemand, der auch viel Super League verfolgt hat. Du hast eine große Karriere hinter dir bis jetzt in der Landesliga. Ja, ich habe schon angesprochen, mit dir hat der HTB jetzt zur Stärke gefunden. Du wirst es wahrscheinlich wieder auf die Mannschaft schieben, liegt nicht nur an dir, oder? Ja, so oder so. Also ich war schon sehr beeindruckt von der Mannschaft, wo ich, glaube, vor 2-3 Monaten da ankam durch den Trainer. Und was da für eine Atmosphäre geherrscht hat, obwohl sie 10-11 Punkte Rückstand hatten. Und das hat mich schon echt beeindruckt, weil andere Vereine, denke ich mal, würden sich zerfetzen, wenn das nicht läuft. Aber war schon eine super Truppe, ist immer noch eine super Truppe und wir hoffen, dass wir halt in der Liga bleiben. Woran liegt das zurzeit? Ich glaube, wir haben auch den psychologischen Vorteil, dass wir halt oder die Mannschaft halt immer drin gesteckt hat im Abstieg. So, und dadurch haben sie halt nichts mehr zu verlieren. Andere Teams sind jetzt gerade drin und da fangen die Probleme, glaube ich, auch an, damit umzugehen. Und diesen psychologischen Vorteil haben wir halt. Du hast auch deinen Teil dazu beigetragen, hast zwei wichtige Treffer gemacht. Mhm. Einen gegen Club Kosovo, das war das wichtige 2:1. Und gegen Altenwerder, auch das 1:0. Und das 2:1, das war ein Kopfball von dir gegen Club Kosovo. Das wollen wir uns mal anschauen. Das ist eine kleine Überraschung. Hier sieht man es. Kopfballtreffer von Erhan Albayrak, aber nicht in der Landesliga, sondern in der Super League. Ja, das war für Gaziantepspor gegen Fenerbahce im Jahr 2001. Ja, wir waren eine relativ junge Truppe. Ich dachte, sag mal, Durchschnittsalter 22. Aus der Truppe sind auch, sage ich ja, jetzt die ersten 11, 80% auch zu großen Vereins gewechselt, ob das jetzt Fenerbahce Gala ist. Wir hatten halt den Nachteil, dass wir halt unerfahren waren. Das war, glaube ich, der viertletzte Spieltag. Wir waren punktgleich mit Fenerbahce, lagen auch zur Halbzeit 3:0 in Führung. Ja, und haben am Ende noch 4:3 verloren. Und dadurch haben wir uns dann halt nur für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. War eine bittere Erfahrung für uns. Danach haben das zwei Vereine auch nicht geschafft. Und ich glaube, vor 3 Jahren konnte halt Bursaspor die Meisterschaft dann entscheiden. Wie gesagt, die Mannschaft war jung, ne, und, aber trotzdem waren das tolle Jahre in der Türkei. Ob das jetzt bei Gaziantep war oder Fenerbahce oder Kocaeli, 12 wunderschöne Jahre erlebt, aber es waren echt, also war schon einer der Top 3 Spiele in der Geschichte der Türkei. Ne. Ja, lass uns mal deine Karriere ein bisschen auseinanderbröseln. Du bist in Hamburg geboren. Richtig. Angefangen hast du beim FC Süderelbe und 1990 bist du zum HSV gewechselt. Da bin ich gerade geboren. Tolles Jahr für uns beide. Dann bist du, das werden die HSV-Fans wahrscheinlich nicht so gerne hören, zum SV Werder Bremen gewechselt, ins Internat. Ja, das ist ja meistens so, dass viele Talente, die in Hamburg geboren sind, ja, ob das jetzt ein Effenberg ist oder ein Bremen, man kann ja zig Beispiele nennen, die das hier halt nicht gepackt haben oder halt hier Probleme gehabt haben und dann halt auch den Verein gewechselt haben. Für mich war das ein positiver Schritt. Ich habe dann 2 Jahre in der A-Jugend gespielt beim SV Werder, bin dann deutscher Meister geworden in der A-Jugend und daraufhin mit 18 dann halt Profi in der ersten Mannschaft. Genau, dann kam der Abstecher in die Türkei. Richtig. Ja, die Türkei war natürlich auch interessant für mich, zumal die türkischen Vereine kannten mich ja schon aus den U18 Teams der Jugendnationalmannschaft. Und mein erstes Jahr war für mich bombastisch. Ich war sofort Stammspieler, wurde türkischer Pokalsieger und Fünfter in der Liga, glaube ich. Kurze Frage, warum ist dir das so leicht gefallen am Anfang? Ich meine, viele haben ja Probleme auch, okay, gut, es ist jetzt nicht unbedingt eine andere Kultur für dich, aber es ist trotzdem ein ungewohntes Umfeld. Ich glaube, die Generation jetzt, wo wir hingewechselt sind, ich sag mal 95, 96, das war ja, ich sag mal, ein Tayfur Korkut, ein Ümit Davala, ein Ümit Karan, Ahmet Dursun, das war İlhan Manzıs, das war ja unsere Generation. Und wir waren so die Ersten, die halt aus Deutschland halt auch unbekümmert in die Türkei gewechselt sind. Und das war für uns in der Türkei, ist halt Haifischbecken. Du musst dich immer neu beweisen. Du hast im Grunde auch, ich sag mal, keine Rechte, wenn du zum Beispiel nicht spielst oder verletzt bist.
Und das waren halt für mich auch Signale, halt, du musst immer Gas geben und Leistung abrufen. Ja, und die Leistung wolltest du dann bei der Arminia in Bielefeld auch bringen. Mhm. Warum bist du nach Bielefeld gewechselt und nicht in der Türkei geblieben? Ich hatte echt 5 wunderschöne Jahre erlebt in der Türkei. Und früher gab es halt vor dem Bosman-Urteil gab es halt die Klausel, dass wenn man, auch wo der Vertrag jetzt abgelaufen ist, man innerhalb der Türkei, also der Verein halt eine Ablösesumme zahlen musste. So, und die großen Vereine wollten halt diese Ablösesumme nicht zahlen. Und Gaziantep hatte ich mir gedacht, 2 oder 3 Jahre wunderschön, 2-mal Dritter geworden, mal was Neues. Und durfte dann auch ablösefrei dann halt wieder nach Deutschland wechseln. Und so bin ich dann zu Bielefeld gewechselt. Ja, und der Tapetenwechsel hat sich ja gelohnt für dich. Aufstieg in die erste Bundesliga. War wieder wunderbar. Wir hatten eine super Truppe, auch einige Chaoten mit Ansgar Brinkmann zum Beispiel. Sind sofort aufgestiegen und Winterpause dann auch, ich glaube, wir waren 9. oder 10. Ja, daraufhin kam dann das Angebot wieder von Fenerbahce. Ja, und dann habe ich das dann wahrgenommen. Mein alter Trainer Benno Möhlmann war zwar ein bisschen ja, nicht so glücklich darüber, weil in der Rückrunde hat die Mannschaft dann so wenig Punkte geholt, dass sie dann abgestiegen ist. Ne? Ja, du, wir können ja einmal den Zeitungsausschnitt zeigen. Da steht, ein Traum ist für mich wahr geworden. Du hast mit Legenden, sage ich mal, zusammengespielt wie Ortega oder Van Hooydonk. Und ja, wie schön war das für dich? Ja, das ist natürlich Fenerbahce. Man kriegt ja nicht jedes Tag oder jeden Tag so ein Angebot. Das ist ja wie Bayern München in Deutschland. Und für jeden war das natürlich ein Traum, halt für so einen Top-Verein zu spielen. Ja. Also, und in der Türkei ist halt, dass du, ich für mich persönlich, gibt es 2 Top-Vereine. Das ist einmal Fenerbahce und Gala. So, danach kommt Beşiktaş und vielleicht Trabzonspor. Und diese Chance wollte ich halt wahrnehmen. Und ich habe eine wunderschöne Zeit auch bei Fenerbahce gehabt. Viel von Christoph Daum gelernt, türkischer Meister geworden. Und war schön. Also, auch eine wunderbare Stadt mit Istanbul, ist ja eine Weltmetropole mit 20 Millionen Einwohnern. Also war echt, ich habe mir meinen Traum erfüllt. Du hast gerade gesagt, du hast viel von Christoph Daum gelernt. Da bin ich mal neugierig. Was hast du von Christoph Daum gelernt, unter anderem? Was er vielleicht immer wieder gepredigt hat? Ja, das war natürlich auch, wie er die Spieler auch motiviert hat. Und es gab ja früher wenig diese Trainer, die halt das konnten. Heutzutage braucht ja der Trainer, glaube ich, so ein Gesamtpaket. Ne, wo er alles präsentieren muss. Und das war halt, hat aus jedem Spieler das Maximum rausgeholt. Ja, du hast es auch vorhin schon angesprochen, du hast auch für die Jugendnationalmannschaft der Türkei gespielt, für die U21-Nationalmannschaft hast du auch viele Spiele gemacht. Jetzt haben die Deutsch-Türken hier immer das Problem, entscheide ich mich für die deutsche Nationalmannschaft, so wie Özil oder Gündogan, oder entscheide ich mich für die türkische Nationalmannschaft, wie zum Beispiel ein Hamid Altıntop? Richtig. Was empfiehlt ein Erhan Albayrak? So, bei uns war das natürlich, ich sag mal, auch eine Herzensangelegenheit. Ja, du bist Türke, also musst du für die Türkei spielen. Aber ich glaube, dass es sich heutzutage ein bisschen verändert hat. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Spieler wie Altıntop oder ein Nuri Şahin nicht mehr so, ich sag mal, so optimistisch darüber reden würden, wieder für die Türkei zu wechseln. Ja, die Türkei hat ja auch so ein bisschen das Problem mit den eigenen Jugendspielern im eigenen Land. Sie holen sich die meisten auch in Deutschland, die eine deutsche Fußballausbildung genossen haben. Ist das auch so eine große Baustelle, die der türkische Fußballverband zu beheben hat? Ja, das Problem in der Türkei ist halt, du hast keinen Nachwuchs. Die letzten Jahre gab es nur einen Spieler außer Nachwuchs und das war Arda Turan. Weil in Großstädten, du hast kaum Sportplätze, Fußballplätze, Gemeinden, wo Trainingsplätze sind. Wenn du dir die ganzen Großstädte anschaust, wie Ankara, Istanbul, Izmir oder Antalya, da wird nur gebaut. Ne? Ein Hochhaus nach dem anderen. Und so hast du auch keine Chancen, dass da Mannschaften sind, die sich auch, oder Jugendmannschaften, die sich auch weiterentwickeln können. Du hast einen Trainingsplatz, wo sich 4 Mannschaften da so einen Platz teilen müssen. Und den Vorteil hast du halt in Deutschland, dass du sehr viele, ich sag mal sogar Dorfvereine, die haben zum Teil 3, 4 Sportplätze. Ne? Und das macht das halt aus, warum dann halt auch Deutschland vor, ich sag mal, nach der EM, glaube ich, 96 oder 2000 war das, haben sie halt einen Cut gemacht, wo sie gesagt haben, jetzt investieren wir halt in die Jugend. Und das hat sie dann halt auch mit dem Titel danach auch ausgezahlt. Ja, machen wir mal weiter mit
Erhan Albayrak als Trainer. Du hast ja auch eine Lizenz. Welche Lizenz hast du? Die A-Lizenz. Die A-Lizenz. Und ja, du hattest schon deinen ersten Trainerposten, glaube ich, war das beim KFC Uerdingen. Richtig. Also ich habe ja meine Karriere mit unseren Eltern mit 35 habe ich dann abgerundet. Aber ich hatte danach keine Lizenz. Habe dann die B angefangen und da kam halt das Angebot als Interimstrainer. Haben wir die Playoffs geschafft und dann sind wir in den Playoffs halt sind wir ausgeschieden. Das war für mich eine super Erfahrung. Habe dann bei Niendorf und Süderbe in den Jugendverein halt war ich Jugendtrainer, was du ja brauchst für den A-Schein. Ja, und dann habe ich meinen A-Schein gemacht und dann kam halt wieder das Angebot von KFC Uerdingen. Aber wir haben ja so ein Sonnengott mit Luckys, der halt auch bisher noch präsent sein will, halt auch immer auf der Sonnenseite, mehr so ein Showman. Ja, und habe ich gesagt, gut, ich mach's nochmal. So, und da habe ich gesehen, der Verein ist echt chaotisch, spielt jetzt wieder gegen den Abstieg, aber es sind halt Erfahrungen, die muss halt machen. Die Fußballkarriere ist vorbei, ja, war eine wunderschöne Zeit, aber jetzt fängt ein neues Kapitel an und da muss man halt auch wieder von vorne anfangen. Ich habe jetzt bei Oliver Reck, wo er noch in Düsseldorf war, hospitiert. Jetzt vor kurzem bei Mike Barton, der ist Jugendtrainer bei Hannover 96. Und so fängt das halt an. Ne? Man muss halt klein anfangen wieder. Ja, möchtest du dann eher in der Bundesliga trainieren oder vielleicht sogar auch, siehst du dich vielleicht auch in der Coaching-Zone in der Super League? Jetzt wieder die Entscheidung, Türkei oder Deutschland? Das ist im Grunde egal. Ich denke mir mal, wenn man 15 Jahre in der ersten Liga gespielt hat, im Profibereich, dann will man da auch jetzt tätig sein, ob das jetzt Co-Trainer ist oder Trainer ist. Weil ich denke mir mal, wenn je weiter man unten anfängt, desto schwieriger ist auch jetzt wieder hochzukommen. Deswegen nehme ich jede Erfahrung mit. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. In deiner Trainerkarriere und wir haben natürlich abschließend ein schönes Geschenk für Erhan Albayrak, ein Elbkick TV Trikot, das hat er sich schon natürlich immer gewünscht. Er guckt schon neugierig, welche Nummer. Interessante Zahl. Interessante Zahl, 98. Nicht dein Geburtsdatum. Nicht mein Geburtsdatum, sondern das Jahr, in dem du zu Gaziantepspor gewechselt bist. Oh, so. Das war natürlich eine schöne Zeit und deswegen ja. die Nummer 98 für dich. Eine letzte Frage noch. Ja, du hast natürlich viel mit Fußball zu tun, ob jetzt als Spieler oder Trainer, aber was macht Erhan Albayrak so privat? Also privat habe ich eigentlich wenig Zeit, also ganz ehrlich. Ich bin viel unterwegs, schaue mir viele Spiele an, auch im Amateurbereich. Versuche mich auch weiter fortzubilden, ob das auch in der Türkei ist. Bin oft in der Türkei, schaue mir dort Spiele an. Also wenn man im Fußball drin ist, dann hat man halt nicht wenig Zeit, dass man jetzt, was weiß ich, ausschlafen kann oder nichts tun. Und ich denke mal, das ist auch das Schöne, dass man halt auch viel unterwegs ist, weil die Fußballerfamilie, die ist eher klein und da kennt ja jeder jeden. Bin oft auch im Süden bei Spielen am Zuschauen. Also ich nehme jedes Spiel, versuche ich mitzunehmen. Ja, dann danke ich dir, dass du hier warst. War sehr schön, sehr informativ und ich wünsche dir noch viel Glück mit dem HTB und mit deiner Trainerkarriere. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Erhan Albayrak vom HTB, ein echter Hamburger Jung und Ex-Profi, der den Klassenerhalt mit dem HTB anstrebt. Das war's dann wieder für heute. Tschüss und auf Wiedersehen.